Moin und herzlich willkommen zu Warhammer Conquest Heft Nummer 65. Gehen wir mal durchs Heft durch, da ist ein bisschen was drin. Da haben wir Terminators, Khorne ist ein bisschen mit dabei, Galerien, Tyranidenkriege, auch sehr, sehr cool. Das ist nur die Anknüpfung vom letzten Heft. Über die Tyranniden geht's. Armeelisten, gutes Beispiel, Captains des Space Marines. Schauen wir mal rein, nach einem kurzen Intro geht das los, also bleibt dran. Jo, da sind wir schon. Terminatoren. Das ist ein geiles Bild, oder? Ist das Bild geil? Also, mir gefällt das. Darunter steht, Stärke liegt im Willen des Rechtschaffenden. Das ist klar. Läuft. Termis, eine meiner Lieblingseinheiten bei den Space Marines, weil einfach unglaublich vielseitig, sehr tough und knüppelt alles kaputt. Alles. Außer, man hat nur 5 Termis. Ich spiele meistens so mit 7 Termis, 7, 8, 9, 10 eventuell. Die hauen da schon ordentlich rein. Entweder Beschuss-Termis oder man nimmt halt Nahkampf-Termis, Schild und Zweihandhammer. Da kann man auch schon mal so einen Panzer oder so eine Barke von den Necrons direkt mit wegplätten. Dann geht's weiter mit den Fraktionen. 2, 3 hier, Khorne, der Blutgott. Da wird ein bisschen was über Khorne gezeigt. Das Schöne an Khorne ist, wenn man Modelle für Age of Sigmar hat und da halt eine Khorne-Armee besitzt, und da kann man dann eben halt auch zum Beispiel diese Dämonen, die kannst du da auch bei 40k mit verwenden. Das ist halt mega praktisch. Ja? Das ist auch etwas, was mir an der Khorne-Armee sehr, sehr gefällt. Gibt es hier Karanak, Zerfleischer, die habe ich alle. Also im Grunde genommen kann man damit auch eine Armee aufbauen. Eine Nahkampfarmee. Ne? Die gehen dann eben halt einfach direkt drauf. Dann holt man sich vielleicht noch für ein paar Chaos Space Marines und bewahrt die in einem Khorne-Schema und schon hat man wirklich schnell eine komplette Khorne-Armee. Also wenn man eine Khorne-Armee sich anschaffen würde, dann hätte man halt für 2 Spielsysteme was und ist dann nicht nur an 40k gebunden. Die Tyranidenkriege. Sehr, sehr interessante Geschichten über die einzelnen Schwarmflotten, Behemoth, Kraken und Leviathan. Also da ist schon, das sind einfach, ihr müsst euch diese Storys durchlesen von den Tyras. Also das ist einfach nur mega geil. Helden des Space Marines haben wir hier auch wieder. Natürlich eine Bauanleitung, ist ja klar, wie man das alles zusammenschraubt, wie das Ganze funktioniert hier mit dem Zepter, der soll es jetzt aufräumen. Helden des Space Marines haben wir hier auch, ne? Nochmal eine Bemalanleitung, wie das Ganze funktioniert. Captain 1, Captain 2, die einzelnen, wie man Umhang akzentuiert, fertige Modelle. Da geht es dann halt ein bisschen, also da geht es schon schneller ins Eingemachte, weil wenn man jetzt mal guckt, also da wird jetzt hier eine Schattierung, Grundfarben, Schattierung akzentuieren und blups, fertige Modelle. Das ist ein bisschen fix dann darüber. Armeelisten. Das ist cool, weil Armeelisten bauen ist immer relativ schwierig. Und hier hat man so eine Vorlage. Man kann eben halt mit dieser Armeeliste, kann man sich das dann nochmal händisch aufschreiben. Der eine oder andere kennt eventuell das Programm Battlescribe. Ich selber verwende auch Battlescribe, weil es gibt halt einfach unendlich viele Regeln. Blöd an der ganzen Geschichte ist, man muss dafür Englisch können. Nichtsdestotrotz kann man hier sich eine schöne Armeeliste aufstellen und geht dann Missionsbesprechungen mit gutem Beispiel voran. Also es wird halt hier auf der Seite auch nochmal ein bisschen erklärt, wie das Ganze funktioniert. Mit gutem Beispiel, dann hat man hier noch einen koordinierten Angriff und das ist jetzt tatsächlich so, ja, das ist nichts, ne? Also das ist ein relativ freies Spiel schon. Captains mit dabei, auch in verschiedenen Rüstungen mit seinen verschiedenen Sachen, die er dann kann. Und dann war es das mit dem Heft, das Heft durch. In den nächsten Ausgaben haben wir hier die Seuchmarine mit Ikone der Verzweiflung, Scharfschützen. Ich selber habe in meiner Space Marine Armee gar keine Scharfschützen drin. Jetzt in dem Heft durch die Warhammer Conquest Reihe gibt es einmal Scharfschützen, das ist der Spezialisten-Scharfschütze, der schießt halt einfach mit Atombomben oder sowas. Ne, ganz knorke eigentlich, Scharfschützen, cool. Weil ich persönlich glaube, so ein Gussrahmen kostet 35, 40 Euro oder so mit 5 Scharfschützen. Das ist im Grunde genommen für 10 Euro geschenkt, ja, also das spart man schon eine Menge. Und ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Anschauen, wir sehen uns in der nächsten Warhammer Conquest Heft Folge. Bis denn dann. Falls du kein Video mehr verpassen möchtest, einfach da oben den Kanal abonnieren, coole Sache draufdrücken, Glocke aktivieren, dann kriegst du immer wieder ein neues Video, was ich hochgeladen habe. Und auf der Seite siehst du einen neuen Videovorschlag und auf der Seite da drüben habe ich alle Videos in einer praktischen Playlist zusammengefasst. Schau es dir einfach mal an, ich würde mich darüber sehr freuen.